Also hallo, wir sind einige Schüler von der Radetzky Straße im 3. Bezirk und wollen Ihnen heute ein paar Fragen stellen zu Ihrem Beruf. Die erste Frage, was würde auf Ihrer Visitenkarte draufstehen? Auf meiner Visitenkarte würde natürlich draufstehen, Vizerektorin für Lehre und Internationales, gleichzeitig würde auch draufstehen, Institut für Holzforschung, Universität für Bodenkultur. Dienstliche Visitenkarte. Achso, na gut. Also dann die nächste Frage wäre, wie schaut Ihr beruflicher Werdegang aus? Der berufliche Werdegang ist ziemlich gerade, Volksschule, Gymnasium, also auch Realgymnasium, dann sofort Studium in Wien, an der Universität Wien und von der Universität Wien während der Dissertation schon der Beginn eines Jobs an der Universität für Bodenkultur auf einer halben Assistentenstelle und das hat sich eben dann weiterentwickelt mit einer kurzen Unterbrechung, ein Jahr Forschungsaufenthalt in Schweden. Ist das System in Schweden anders als bei uns oder gab es irgendwelche Innovationen im Gegensatz zu unserem System? Ja, würde ich schon sagen, also System. Das, was natürlich auffallend ist in Schweden, ist erstens einmal, dass Schweden, was die Gleichberechtigung von Männern und Frauen betrifft, viel weiter ist. Dass es dort ganz selbstverständlich ist, dass Frauen eine Chefposition haben. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man jetzt speziell die Diskussionen rund um die Studiengebühren nimmt, in Schweden ist es gang und gäbe, dass Studierende einen Kredit aufnehmen können und damit ihr Studium finanzieren und wenn sie dann einen Job haben, diesen Kredit zurückzahlen. Das ist also ein Kreditsystem. Na okay, das klingt ja sehr interessant. Also die nächste Frage ist, worum geht es eigentlich in Ihrem Job? In meinem Job geht es derzeit, nachdem ich ja derzeit diese Funktion als Vizerektorin habe, geht es darum, die Lehre an der Universität für Bodenkultur bestmöglich zu organisieren und auch bestmöglich weiterzuentwickeln, auch im Sinne des lebensbegleitenden Lernens. Dazu gehört also dann auch Weiterbildung für Absolventen und Absolventinnen bzw. für Interessierte, die nicht an der OKU studiert haben. Dazu gehört aber auch zu der Tätigkeit, das ist immer eine ganz besonders nette Sache, die Kinder-OKU, wo wir also verschiedene Veranstaltungen für Kinder auch haben und auch an der Kinder-Uni Wien teilnehmen. Aber im Großen und Ganzen geht es um die Lehre an der Universität für Bodenkultur. Okay. Was ist denn das Coolste an Ihrem Job und was ist das Anstrengendste? Geht es sehr Hand in Hand. Ich habe gut auf der einen Seite das große Glück, dass ich weiter Vorlesungen machen kann. Es macht unheimlich Spaß, mit den Studierenden zu arbeiten. Vor allem habe ich sehr, sehr viele Studierende im ersten Semester. Das ist also etwas, was wirklich viel Energie kostet, aber auch viel Energie bringt. Auf der anderen Seite ist es also eine sehr, sehr schöne Aufgabe, dass man sich jetzt wirklich intensiv damit auseinandersetzen kann, wie man die Lehre bestmöglich weiterentwickeln kann unter den gegebenen Rahmenbedingungen, wie man die Lehre optimieren kann und einfach da das Gespräch dann mit den Kollegen und Kolleginnen zu suchen, Ideen zu kreieren, Visionen zu haben und mit ihnen gemeinsam dann hier vorwärts zu gehen. Mhm. Also die Zusammenarbeit zwischen den, mit den Forschenden und Lehrenden, das ist eigentlich das Schönste. Also kann man sagen, Sie haben einen guten Draht zu den Studenten, Studentinnen? Ja, also ich sehe es zumindest so, ja. Wir haben einen sehr familiären Umgang, würde ich sagen. Natürlich, das ist nicht in jeder Uni so. Nein. Okay. Welche Einschränkungen bringt der Job mit sich? Die Einschränkungen sind natürlich sehr auf der privaten Seite, weil der Zeitaufwand für diesen Job immens groß ist und sehr, sehr ins Privatleben hineingeht. Ich habe also das erste Mal jetzt auch ein Handy, wo die E-Mails unmittelbar hereinkommen. Das heißt, es gibt am Wochenende genauso E-Mails zu bearbeiten, Dinge durchzulesen, Schriften zu verfassen wie unter der Woche. Also sehr einschneidend. Ja, schon. Okay. Wie würden Sie die Berufschancen für Neulinge einschätzen in Ihrer Tätigkeit? Also
Für meine Tätigkeit kann ich schwer sagen, weil es so viele Vize-Rektoren und Rektorinnen gibt es nicht, aber für den Bereich der Chemie kann ich sagen, dass es sicherlich sehr gut ist und für den Bereich unserer Studierenden an der BOKU generell kann ich auch sagen, dass die Chancen, einen Job zu kriegen, derzeit nach wie vor sehr gut sind. Okay, also kann man daraus schließen, dass im wissenschaftlichen Bereich es jede Menge Jobs gibt und die auch benötigt werden. Obwohl. Also Absolventen und Absolventinnen aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich werden benötigt. Okay, super. Die abschließende Frage ist, welche drei Ratschläge zum Thema Berufswahl hätten Sie für Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren parat? Also ich sage auch meinen Studierenden immer, das Wichtigste ist, wenn man sich einen Beruf auswählt, dass man einen Beruf wählt, den wirklich interessiert. Wenn einen etwas sehr interessiert, und das ist ja vorher die Studienwahl auch, wenn mich das wirklich interessiert, dann werde ich es auch gut machen und dann werde ich auch Chancen haben, Erfolg zu haben. Wenn ich etwas nur studiere, weil ich hoffe, danach viel Geld zu verdienen, dann sollte ich es gleich bleiben lassen. Darunter leidet dann die Qualität des Jobs, den man dann ausübt. Und selber leidet man auch darunter, weil es nicht das ist, was einem eigentlich entspricht. Also man sollte wirklich sich nicht unsicher machen lassen von den Rufen rechts und links, sondern das machen, was selber sagt, das interessiert mich, das ist nichts. Okay, super. Danke, dass Sie uns diese Fragen beantwortet haben.